Wo ein elektrischer Strom fließt, entsteht Wärme, die Bauteile zerstören kann. Wie die Kühlung von Bauelementen funktioniert und was die Formeln für die Berechnung von Kühlkörpern mit dem Ohmschen Gesetz zu tun haben, darum geht es heute. Das Ohmsche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen den drei elektrischen Grundgrößen Spannung, Strom und Widerstand. Etwas allgemeiner betrachtet zeigt es, wie die Natur immer wieder versucht, ins Gleichgewicht zu kommen. Ausgangspunkt ist eine Ladungsdifferenz, ausgedrückt durch die elektrische Spannung. Um dieses Ungleichgewicht zu beseitigen, setzen sich elektrische Ladungsträger in Bewegung. Auf dem Weg von einem Pol zum anderen treffen sie auf diverse Hindernisse, die den Ladungsträgerstrom begrenzen. Ein kleiner Widerstand lässt den Strom stärker ansteigen und der Ausgleich der Ladungsträger kann schneller erfolgen. Ist die Ladungsdifferenz ausgeglichen, also die Spannung auf Null gesunken, fließen auch keine Ladungen mehr, weil der Antrieb fehlt. So ähnlich laufen alle Ausgleichsvorgänge ab. Deshalb lassen sich die Formeln ganz leicht darauf übertragen. Ein Beispiel: Durch unterschiedliche Sonneneinstrahlung entstehen auf der Erde Gebiete mit unterschiedlichem Luftdruck. Dadurch strömt die Luft zum Druckausgleich vom Hoch- zum Tiefdruckgebiet und weht uns als Wind um die Nase. Zwischen zwei Gebieten gleichen Luftdrucks herrscht Windstille. Wir wollen uns heute aber über das Thema Wärme unterhalten. Eine frisch aufgebrühte Tasse Kaffee hat gegenüber der Raumluft eine wesentlich höhere Temperatur. Auch hier beginnt sofort ein Ausgleich. Ein Teil der Wärme wird als Strahlung an die Umgebung abgegeben, der Rest über Wärmeleitung. Der Kaffee erwärmt zuerst die Tasse und die dann die umgebende Luft. Es fließt ein Wärmestrom, angetrieben von der Temperaturdifferenz. Vorausgesetzt, ich trinke den Kaffee nicht vorher aus, haben irgendwann Kaffee und Raumluft die gleiche Temperatur. Auch hier können wir die Formel für den elektrischen Stromkreis auf die Wärmeleitung übertragen. Das ist, wenn man so will, das Ohmsche Gesetz der Wärmeleitung. Die Temperaturdifferenz entspricht der Spannung im elektrischen Stromkreis. Anstelle des elektrischen Stroms I setzen wir den Wärmestrom Q. Allerdings haben wir es hier nicht mit einem Teilchenstrom zu tun, sondern mit einem reinen Energiefluss. Jeder Körper hat neben seinem elektrischen Widerstand auch einen Wärmewiderstand, der den Wärmestrom und damit den Ausgleich der Temperaturdifferenz behindert. In unseren elektronischen Schaltungen haben wir das Problem, die in den Halbleiterbauelementen als Wärme entstehende Verlustleistung abzuführen. Bei größeren Leistungen müssen die Bauelemente einen Kühlkörper bekommen. Der Wärmestrom durchläuft auf dem Weg vom Inneren des Bauelementes zur Umgebung eine Reihenschaltung von verschiedenen Wärmewiderständen. So wie im elektrischen Stromkreis über jedem Widerstand ein Spannungsabfall entsteht, ist die Temperaturdifferenz über einem Wärmewiderstand von seiner Größe abhängig. Unser Ziel muss es sein, den gesamten Wärmewiderstand so gering wie möglich zu halten, weil dadurch auch die Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und Sperrschicht geringer wird. Das heißt, unser Bauelement wird besser gekühlt. Da wäre als erstes der Übergangswiderstand von der Sperrschicht des Halbleiters zum Gehäuse. Ihn können wir nicht beeinflussen und müssen ihn aus dem Datenblatt entnehmen. Vom Gehäuse muss der Wärmestrom an den Kühlkörper weitergegeben werden. Der Wärmeübergangswiderstand hängt von der Gehäuseform und der Montageart ab. Er bewegt sich etwa zwischen 0,05 bis 2 Kelvin pro Watt. Am besten ist eine direkte Montage. Muss das Bauelement vom Kühlkörper elektrisch isoliert werden, zum Beispiel mit einer dünnen Glimmerscheibe, erhöht das natürlich den Widerstand. Durch eine Wärmeleitpaste kann der Kontakt verbessert werden. Die Paste aber nur dünn auftragen, denn sie soll nur die Unebenheiten der Oberflächen ausgleichen. Vorsicht mit Flüssigmetall-Wärmeleitpasten. Sie besitzen auch eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit. Galliumhaltige Pasten auf keinen Fall bei Aluminiumkühlkörpern einsetzen. Den größten Einfluss haben wir auf den Kühlkörper selbst, der die Wärme an die Umgebung abgeben muss. Wie kann man den Wärmewiderstand eines Kühlkörpers bestimmen? Eine Möglichkeit wäre, ihn zu messen. Fließt ein elektrischer Strom, kann man aus dem entstehenden Spannungsabfall den Widerstand berechnen. Man braucht also nur einen definierten Wärmestrom in einen Kühlkörper einleiten und zu messen, wie stark sich der Kühlkörper gegenüber der Umgebungstemperatur aufheizt. Was in der Theorie einfach klingt, ist praktisch nicht ganz so leicht.
Den elektrischen Widerstand kann man auch aus seinem Aufbau berechnen. Wir brauchen nur die Länge, den Querschnitt und als Materialkonstante den elektrischen Leitwert Kappa. Für die Wärmeleitung müssen wir nur den elektrischen Leitwert durch den Wärmeleitwert des Materials ersetzen. Auch hierfür gibt es entsprechende Tabellen. Allerdings würden wir so nur berechnen, wie gut sich die Wärme im Inneren des Kühlkörpers verteilt. Das weitaus größere Hindernis ist der Übergang zur Umgebungsluft. Berührt ein Luftmolekül die Oberfläche des Kühlkörpers, nimmt es Wärmeenergie auf. Allerdings kann es die Energie nur sehr schwer an andere Moleküle weiterleiten, denn Luft ist ein äußerst schlechter Wärmeleiter. Es würde zu einem Wärmestau kommen, wenn nicht ein anderer Effekt uns zur Hilfe kommen würde. Die natürliche Konvektion. Erwärmte Luft wird leichter und steigt nach oben. So kann kühlere Luft von unten nachströmen. Mit einem Lüfter kann die Luft schneller bewegt werden und die Kühlung wird verbessert. Wie gut die Konvektion funktioniert, hängt noch von anderen Faktoren ab, was es schwer macht, genaue Berechnungen anzustellen. Wir wollen das Ganze aus der Sicht des Praktikers betrachten und können mit Faustformeln oder Tabellen arbeiten. Dabei sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass diese nur unter bestimmten Voraussetzungen gelten. Zum Schluss planen wir immer eine ausreichende Sicherheit mit ein. Am besten erklärt sich das an einem konkreten Beispiel. Ein Transistor vom Typ GD241 soll als Regler in einem Netzteil arbeiten. Die maximal zu erwartende Spannung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 6 Volt. Es soll ein Strom von 1 Ampere entnommen werden können. Daraus können wir die maximal am Transistor auftretende Verlustleistung mit 6 Watt errechnen. Als nächstes werfen wir einen Blick in das Datenblatt. Zuerst überprüfen wir nochmal, ob die Grenzwerte des Transistors eingehalten werden. Die zulässige Kollektor-Emitter-Spannung beträgt 35 Volt, der maximale Kollektorstrom 3 Ampere und die maximal zulässige Verlustleistung darf 10 Watt betragen. Wir bewegen uns also im grünen Bereich. Für unsere Berechnung sind 2 weitere Werte von Interesse. Der interne Wärmewiderstand mit 4 Kelvin pro Watt und die maximal zulässige Sperrschichttemperatur von 85 Grad Celsius. Damit es unserer Schaltung im Sommer nicht so ergeht wie den Klimaanlagen in den ICEs, setzen wir als höchste Umgebungstemperatur 40 Grad Celsius an. Im Sommer heutzutage kein unrealistischer Wert. Wir montieren den Transistor elektrisch isoliert mit einer Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste. Den Übergangswiderstand setzen wir mit 0,5 Kelvin pro Watt an. Wie groß darf der Wärmewiderstand des Kühlkörpers höchstens sein? Der gesamte Wärmewiderstand ergibt sich aus der Summe der einzelnen Widerstände. Die Formel stellen wir entsprechend um. Zur Berechnung fehlt uns die Größe des gesamten Wärmewiderstandes. Den Ausdruck ersetzen wir mit Hilfe unseres Ohmschen Gesetzes R gleich U durch I oder in unserem Fall die gesamte Temperaturdifferenz durch den Wärmestrom. Dieser entspricht der abzuführenden Verlustleistung. Mit den gegebenen Werten kommen wir auf einen Wärmewiderstand des Kühlkörpers von maximal 3 Kelvin pro Watt. Der einfachste Weg ist, sich im Handel einen passenden Kühlkörper zu suchen. Ich selektiere mal nach dem Wärmewiderstand. Es gibt 6 Kühlkörper mit 2,8 Kelvin pro Watt, aber auch 6 mit 2,5 Kelvin pro Watt. Ich entscheide mich dafür, weil ich dadurch etwas mehr Sicherheit habe. Ich könnte mir vorstellen, dass einer von diesen beiden in die engere Wahl kommt. Man kann aber auch ein einfaches Kühlblech oder das Metallgehäuse des Gerätes zur Kühlung nutzen. In der Literatur findet man Tabellen, aus denen man die Mindestgröße ermitteln kann. Für ein Aluminiumkühlblech lese ich hier für einen Wärmewiderstand von 3 Kelvin pro Watt eine Fläche von mindestens 350 Quadratzentimetern ab. In der Praxis werden wir immer mit Näherungswerten arbeiten. Das funktioniert, wenn wir die Grenzwerte nicht voll ausreizen. Eine Verringerung der Sperrschichttemperatur am Halbleiter kann die Lebensdauer des Bauelementes entscheidend verlängern. Zum Schluss noch ein paar praktische Tipps, wie man die Wärmeableitung positiv beeinflussen kann und Überhitzungen vermeidet. Die Bauelemente sollten möglichst mittig auf dem Kühlkörper montiert werden. Kühlflächen möglichst senkrecht anordnen, damit die Luft ungehindert vorbeiströmen kann.
bei Gehäusen immer ausreichend Be- und Entlüftungsöffnungen vorsehen. Mattschwarze bzw. eloxierte Kühlkörper sind besser als blanke Oberflächen, da mehr Wärme über Strahlung abgegeben werden kann. Durch aktive Belüftung wird die Kühlung erheblich verbessert. Bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde sinkt der Wärmewiderstand auf etwa 65%, bei 6 Meter pro Sekunde sogar auf 20%. Und zuletzt sollten Kühlkörper und Lüfter regelmäßig gesäubert werden. Verstaubte Kühlrippen sind so gut wie wirkungslos. Das soll es gewesen sein mit dem kleinen Grundkurs Bauelemente Kühlung für Elektronikbastler. Wer dem Thema die notwendige Aufmerksamkeit schenkt, wird lange Freude an seinen Geräten haben.